Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Pokémon Blattgrün. Die vier haben wir, glaube ich, alle besiegt. Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir hier mal weiter. Schauen wir dann nach den nächsten Trainern. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal dieses Pokémon an, das natürlich gewohnt absolut nutzlos ist. Nee, das kannst du vergessen hier. Alter, ich bin total overpowered für dich. Für Dicke. Ey, du. Du willst doch genau hier hochschwimmen, oder? Oh. Ja, schwimm deine Runden. Das Wasser ist hier sehr flach. Das freut mich für dich. Dann kannst du stehen. Yay. Okay. Und er schickt natürlich Pokémon, die absolut nichts drauf haben. Also mit absolut nichts meine ich absolut gar nichts. Ja, mach mal einen Eishieb. Alter, och Mann, oh. Das ist, Schutzschild ist eine taktische Waffe. Die nutzt du, wenn dein Gegner noch einen einzigen einen einzigen Giftschaden braucht oder so, um zu sterben. Aber doch nicht um, ach komm schon. Ja, ja, jetzt kommt er wieder und besiegt uns auf seine brutale Killerweise. Alter. Schutzschild, nein, nicht mal mehr, na bitte. Dann ist wenigstens das hier jetzt schon mal gleich erledigt, was sehr schön ist. Ja. Gut. So, Austausch. Oh ja, für das lohnt es sich sogar mal, einen besonders starken Elektrohieb zu opfern. Und bam. So. Zack, eiskalt weggebasht. Das lohnt sich dann auch schon. Das passt dann schon so. Okay. Jo, wir erhalten viele EP. Und haben ihn besiegt. Yeah, Platsch hat's gemacht. Der nächste bist du. Warum reite ich auf einem Pokémon? Kann ich nicht schwimmen? Ich bin ein 10-jähriger Junge. Was meinst du, was ich für eine Ausdauer habe? Vollidiot, ey. Meine Güte, null Ahnung hat der. Und auch null gute Pokémon. Ah, leck mich doch, ey. Da, geh doch verrecken. Mann, reine AP-Verschwendung. Eigentlich will ich das hier ehrlich gesagt gar nicht machen, aber es ist halt gratis Training. Das wir sehr gut brauchen können, denn wir haben eine schwere Aufgabe für uns und Pangalenes wird uns da eich weiterhelfen können. Yeah. Oh yeah. Oh nö. Alter, nein. Oh, hoffentlich sind wir bald bei dieser Insel. Dann haben wir schon mal mindestens so 90% von der Hälfte geschafft. Ja, ja. Oh, jetzt greift er an mit einer Attacke, die eine Stärke von 20 hat. Ich bin beeindruckt. So beeindruckt, dass ich ihn weghaue. Naja, ist halt jetzt, diese Routen muss man halt auch mal machen und wenn ich jetzt wandern. So, kurz zur Info, wann wir denn, oder wann denn diese Folge entstanden ist. Ich habe noch ziemlich genau 5 Tage bis zum Abi und ja, gestern Nacht war die Aufnahme mit Giraffen-LP zusammen, wo ich Gast im Tagged-Let's Play war. Die kam, glaube ich, dann am Freitag danach raus, also 6 Tage später raus. Also 6 Tage vor der ersten Tagged-Folge mit mir bei Giraffen-LP. Man könnte auch sagen, gestern war das Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, wo Rafinha diese saumäßig geile rote Karte bekommen hat. Ah, die war einfach so schön. Also das war ja keine glattrot, das war ja nur gelbrot. Okay. Ey du. Ey du. Ey, das hat ja so lange gedauert, ne? Ein stiller Zufluchtsort sind die. Ja, wenn das so ist, dann werde ich natürlich alle Trainer, die dort still Zuflucht suchen, vernichten. Oh, die schickt gleich mal was Stärkeres. Das freut mich natürlich ungemein. Ah, ich hoffe so sehr, dass die AP reichen für diese Route, damit ich nicht nochmal nachfüllen muss. Da bin ich absolut gar keinen Bock drauf. Muss ich ja jetzt mal so sagen. Das Viech hat Giftdorn. Das Viech hat Giftdorn. Das Viech hat Giftdorn. Was? Wo ist denn dieses Viech giftig? Kann mir das mal einer erklären? Meine Güte, ey. Giftdorn. So ein Witz ist das, ey. So, diese Eisattacke wird uns dann auch bei den Top 4 ziemlich gut helfen können. Denke ich doch mal.
Ja, jetzt wurdest du noch durch Gift verletzt, bla bla, kennen wir alles schon. So, bam. Komm, Level 45 holst du den noch und dann bist du auch geheilt. Keine Sorge. Ich kümmere mich ja hier um. Kennst du schon. Yay, es reicht, ja. Yeah. Huhu. Oh, 233, 222, das ist sehr gut. Noch ein Seemon, okay, noch ein Seemon. Ja, dann müssen wir einfach zur Tat schreiten. Zwei Seemon sind awesome. Und bam. Zack, weißt du was? Du kannst mich nicht mehr vergiften. Hahaha. Voll gearscht. Yay. Damit wäre auch diese Trainerin besiegt. Wir kämpfen uns vor. Ganz langsam, aber sicher kämpfen wir uns durch. So. Ja. Warum ist X-Fighter ausgewählt? So. Dann kriegst du noch einen Supertrank und dann passt es schon. So. Whoop. Yeah. Gut. Ah, wir sind ja schon da. Ist ja schön. Hier müssten, glaube ich, noch ein, zwei Trainer sein. Ja, zwei Trainer sind hier noch. Und hier drin in dieser Höhle sind, glaube ich, keine mehr. Oder? Alter, hör auf zu laggen, danke. Nein, hier scheinen keine zu sein. Okay, diese Höhle machen wir übrigens mal anders. Also keine Sorge, diese Route ist danach fertig. Wir beschäftigen uns dann noch mit dem anderen Hinweg, denn es gibt da einen zweiten Hinweg. Man kann die Seeschauminsel nämlich durch zwei Wege betreten. Und den Weg zur anderen Höhle da unten, den machen wir dann nachher noch. Ey du! Hallo! Jo, Rocket Slash setzt Surfer ein. Yay, lass dich gerne mit den Fischen treiben, damit die Trainer hier endlich alle besiegt sind. Ja, was hat sie denn? Ein Golking. Ah, das freut mich. Solange das nicht auch Giftdorn hat, freut mich das, weil es gute geschenkte EP sind. Und zack, bam. Pangalene ist natürlich wieder gleich mit voller Wucht. Pangalene, das musst du noch üben. Aber wir haben Glück gehabt. So, und nochmal mit voller Wucht und dann sollte dieser schwere Kampf auch schon geschafft sein. Was? Was? What? Ja, okay. Wenn du meinst. Mir ist das egal. Das wundert mich jetzt. Der Balken war doch gelb. Bei gelben Balken ist doch danach so. Hä? Na egal. Ja, ouch, ist mir egal. So. Dann gehen wir hier hin. Ey du! Ey du! Was? Starke Trainer und Wasser-Pokémon sind hier weit verbreitet. Man sagt, dass Misty aus der Arena von Azuria City hier häufig trainiert. Das freut mich für sie nicht. So, Junge. Also wir werden jetzt diese Route hier auch noch abgrasen. Die sieht länger aus, als sie ist. Und dann, ja, sind wir auch schon wieder so ziemlich, ja, halb durch mit dem Part, würde ich sagen. Jo, meine Pokémon werden für einen Moment in ihrer Obhut gegeben. Zack, 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 zack. Jo, danke, die Pokémon sind wieder topfit und dann gehen wir auch mal wieder. Jo. Und dann machen wir diese Route hier durch und dann haben wir endlich alle Routen durchgemacht, glaube ich. Ey, du. Yay, da ist ein Pokémon-Labor. Ach, erklär. Ich. Ach. Dieser Mensch hat die Intelligenz mit Löffeln gefressen. Mit komischen Löffeln, die keinem Menschen gefallen. So, hau mal drauf. Hau mal einfach drauf. Schwupp. What the? Okay. Muss ich hier gleich drüber nachdenken, ob ich es nicht wirklich. Oh. Oh, jetzt bin ich ja fast gezwungen. Bin ich ja fast gezwungen dazu. So, außerdem, weil ich keinen Bock drauf habe, hier, zack. Hau ab. Junge. So. Als nächstes kommt da noch ein Golking. Die hat ja richtig starke Pokémon hier fast. Und es regnet, was das Ganze noch etwas nach außen rauszieht. So, 8 Minuten haben wir jetzt geschafft. Der Part ist so halb fertig. Bäm. Ha. Nein! Pangalenes, du musst noch viel üben. Noch richtig viel üben. Aber wir haben ja Zeit und viele AP.
Von daher, ja, wir werden schon irgendwann fertig werden. Ist ja kein Endlos-LP. Noch kein. So, die will auch kämpfen, das sieht man ja an. Hallo. Ich bin von der Zinnoberinsel hier. Boah, super. Das ist so spannend wie. Ja. Es ist nicht spannend, ich weiß. So. So lang kann diese Route ja gar nicht sein. So viele Trainer können hier ja gar nicht sein, wie wir besiegen wollen und müssen und können. So, zack. Alter, sogar noch ein Gold King. Was wir jetzt mal machen, wir setzen jetzt mal einen Himmelhieb ein, weil der allgemein auch ziemlich stark ist. So. Und bam. Einfach weil wir es können. Weil wir es sowas von können. Oh, du bist enttäuscht. Das tut mir natürlich leid. Wenn das Wasser schon tiefblau ist, dann setzen wir natürlich Surfer ein. Hier ist kein Trainer, okay. Ah, da unten ist einer. So. Oh, deinen gestählten Körper, um Gottes Willen. Oh mein Gott. Möchte keinen gestählten Körper sehen und schon gar keinen Dagobert. Er heißt Dagobert. Ah, wie cool das ist. Dagobert ist ein schöner Name. Ich mag Dagobert. Das erinnert mich an Dagoberto, den brasilianischen Fußballstar. Kennt ihr den? Der heißt wirklich Dagoberto. Ein cooler Name. So, und damit haben wir auch diesen Part schon wieder zwei Level erreicht. Ja, Nocturne wird stärker. Hat er mich gerade Waschlappen genannt? Arschloch. Ja, komm her, bitte. Eine riesengroße Perle wurde dir von deinem Freund geschenkt. Na, das freut mich doch für dich. Oder so. Muschas, oh mein Gott. Ich habe nicht geguckt, wie viele Pokémon die hat. Naja, egal. Wir hauen jetzt unsere maximaler P raus und wenn es sein muss, heilen wir halt wieder hoch. Das ist ja kein Problem mehr. So. Und 621 EP. Austoss hat sie auch noch. Ja. Oh, drei Pokémon. Ja. Das heißt, es kostet mich 3 AP. Ja. Ich würde sagen, Nocturne kriegen wir noch auf 50 bis zu den Top 4. Vielleicht. Es wird knapp. Es wird sauknapp. Aber es ist. Na, 50 wird. Ne, 50 schaffen wir bis zu den Top 4 nicht mehr. Muschas, ach komm schon. Es ging so gut los. Naja. Dieses. Diesem. An die. Also, ne. An das Viech verschwende ich jetzt echt keine wichtigen AP. Schnauze. Tja, es hat dir nichts gebracht. Es hat dir gar nichts gebracht. Hahaha. So. Dann haben wir die auch schon besiegt. Jo. Ah, da ist noch einer. Hey du. Ist da oben noch jemand? Nee. Und da? Da oben, das ist ja fast schon. Ne, ist nichts. Okay. Hey du. Ein Vogel-Pokémon. Oh, das freut mich. Ich habe eine Antwort auf Vogel-Pokémon, nicht? Eisschlag. Das ist natürlich schön, aber ich würde meine Vogel-Pokémon ziemlich kaputt machen, wenn die mich hier ins Nirvana setzen würden. Das muss ich ja schon mal erwähnen. So, für die Pokémon reicht auch ein Eishieb. Bams, der hoffentlich reicht, ja. Zumindest der reicht schon mal gegen Vogel-Pokémon-Trainer, habe ich ja mal gar nichts, muss ich ja mal sagen. Tauboga hat er auch, ja, das ist wunderbar. Nee, möchte ich nicht wechseln. Das ist gutes Training, sehr gutes Training. What? Ach so, ja. War schon verwundert, aber er wollte nochmal Ehrenschaden zufügen, bevor er sang- und klanglos untergeht. So. Und noch ein IB-Tag. Oh mein Gott, da kommt natürlich die absolute Macht auf mich zu. Oh mein Gott, die absolute Macht ist so mächtig, dass sie besiegt wurde von einem Pokémon, gegen das sie eigentlich einen Vorteil hat. Naja, ist ja schon bitter, aber selber schuld. Und auf einmal rückt zumindest Level 47 in greifbare Nähe. Wenn ich mal gucke, wir haben 19 angefangen. Das sind jetzt 13 Minuten, okay. Na, ist hier noch ein Trainer? Ja, ist hier noch. Perfekt. Mache ich auch gerade Urlaub. Sowas ähnliches. Bin 10-jähriger Junge und ich bin gerade dabei, alle Trainer der Welt zu besiegen, was absolut realistisch ist. Und daher
sehr gut von mir ausgeführt werden kann. Ja. So, falsche Taste gedrückt, aber das geht auch in Ordnung. Solange wir... Nein! Och nö. Na super, ey. Dann halt nochmal so, wenn du drauf bestehst. So, reicht das jetzt schon? Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Jo, 47. 2, 2, 4, 1, 2, 1. Jo, auch die Verteidigung geht so langsam in gute Werte. Jo, als nächstes kommt noch ein Europe. Also, ja, damit sind wir dann eigentlich mit dieser Route relativ fertig. Was ziemlich schön ist, weil wir damit eigentlich alle Wege der Oberwelt schon bereist haben und besiegt haben, was ich vor den Top 4 noch schaffen wollte. So. Und jetzt hast du noch einen Sieper. Oh yeah. Das freut mich natürlich extrem, dass sie auch noch einen Sieper hat. So sehr, da ich tatsächlich die starke Attacke einsetze, um das Viech sang- und klanglos zu versenken. So. So, Hals, Maul, Irene. Dankeschön. Ist da hier noch einer? Nee. Gucken wir nochmal schnell hier rein, ob hier nicht doch noch Trainer sind. Weil ich bin mir da echt nicht sicher. Wow. Wow. Wenn du halt wenigstens etwas könntest, ne? Ich glaube, wir haben sogar einen Fleckmon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, von hier aus kam man nicht relativ weit. Ne? Ja, hier kam man nicht relativ weit, weil hier eine sehr starke Strömung ist, die es uns absolut verbietet, hier auch nur einen Zentimeter weiter zu gehen. Wir können hier nicht surfen. Pass auf, wird auch gleich gesagt. Ja, Strömung ist zu stark. Ist natürlich sehr bitter. So, damit haben wir auch diese Route fertig und wir können fliegen. Dorthin fliegen, wo wir hingehören. Ins Indigo-Plateau und ab nächster Folge machen wir dann die Top 4 fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht. Zumal wir ja echt ziemlich viel gemacht haben, also muss man ja mal sagen. Jo, bitte heile meine Pokémon, dankeschön. So, dum 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 dum. Jo, meine Pokémon sind wieder topfit, das ist natürlich schön. Ja, mit dir hatten wir schon geredet. Hast du was zu verkaufen? Wir haben 39.000. Ach du Scheiße, wir haben... Was? Das reicht ja gerade mal für 13. Oh mein Gott. Und Top-Trank? Auch nicht viel mehr, ne? 15. Ach du Scheiße. Ach du Allah. Ja, dann muss das halt einfach mal reichen, ne? Aber was, also was will ich denn sonst machen? Obwohl doch zumindest... Wir versuchen es. Wir versuchen es einfach. So, würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich bin der Struizox. Servus.